Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, Mann. Ja. Ich hasse das Spiel. Ja. Ich hasse das Spiel. Jetzt muss ich für ein Stockwerk oder zwei Stockwerke einen Fahrstuhl holen. Also das ist doch mal jetzt ein Witz, oder? Mann, nur Kacke. Das ist fallen lassen. Frage ich mich auch, was da drin ist. Level 100. Boah, das hört sich an, als ob der Mittel hier weg ist. Na, wo muss ich denn jetzt lang? Hä? Da lang oder da lang? Hier stand meine Mittel hier, okay. Also er ist weg, wie man gehört hat. Das ist keine Ahnung. Ein Teil eines mittleren Tiers? Hätte doch nicht hier reingehen müssen. Was ist denn das? Ach, das sieht aus wie... Das ist Metal Gear von Metal Gear 1. Also dem ersten, also wo er vor 7 Jahren da war. Das ist die zerstörte Variante. Oh, die haben sie aufbewahrt. So. Wir mussten also doch hierher. Wusste ich ja nicht. Yeah, hier ist was. Munition und eine Ration. Na los jetzt, was gibt's denn hier? Willkommen, Solid Snake. Viper. Ich habe dir etwas versprochen. Und nun ist es Zeit für dich zu sterben. Wo ist Chris? Geduld ist eine Tugend, Snake. Du siehst sie früh genug. Viper, ich weiß, dass Black Chamber im Schatten von Foxhound stand. Aber warum Rache?
was geschah vor 2 Jahren. Also gut, ich werde es dir erzählen. Und da ich über deine Verbrechen Bescheid weiß, wirst du in der Hölle braten. Vor 2 Jahren erhielten wir, die Black Chamber, eine streng geheime Mission. Die Bergung von Metal Gear. Will? Damals war die Entwicklung von Metal Gear bereits mehrere Jahre unter der Aufsicht des CIA im Gange. Eine südamerikanische Terroristengruppe brachte es vor 2 Jahren an sich. Und Black Chamber wurde geschickt. Genau wie du diesmal. Wir erlebten große Verluste, aber es gelang uns, Metal Gear zu zerstören. Aber in der Regierung hatten einige Angst. Man befürchtete, dass die Tatsache, dass Metal Gear entwickelt wurde, es einen Black Chamber gibt und es eine Black Chamber gibt und vor allem die Arbeit, die wir machten, an die Öffentlichkeit gelangte. Als wir heimkamen, waren viele unserer Einheiten vermisst oder der Rest verschwunden. Also. Und dann wurden wir von Mördern erwartet, die Regierung geschickt hatte. Fuck Sound! Was? Meine Männer wurden in einen Hinterhalt gelockt und unbewaffnete niedergemacht. Ohne Chance, ohne zu wissen warum. Sinnlos und plötzlich tot. Zerschmettert wie Insekten. Ich kann diese Nacht niemals vergessen. Ich weiß bis heute nicht, wer unseren Tod befahl. Der wirkliche Name erscheint nirgends in geheimen Aufzeichnungen. Sie nennen ihn immer nur anonym. Anonym? Die üblichen Überlebenden unserer Gruppe schworen Rache und ich ließ mich hier nieder. Outer Heaven, Metal Gear Projekt Bubble. Alles begann hier. Ich habe 2 Jahre lang auf diesen Augenblick gewartet. Nun, wir trafen uns wieder. Und das Warten hat sich gelohnt. Chris. Snake, es tut mir leid. Sie ist wirklich etwas Besonderes. Sie ließ sogar ihre Kameraden der Delta Force sterben, während sie Beweise für das Projekt Babel vernichtete. Als Belohnung vom Parker lasse ich sie bei dir. Lasse sie bei der Show zusehen. Dem Ende der Legende, die Hinrichtung von Solid Snake. Nein, Chris, komm mit mir, nachdem ich dich besiegt habe. Ich werde dies genießen. Los, zeig mir, was du kannst! Bringen wir es hinter uns. Jo. Der Typ spielt hier gerne mit Bomben, das heißt, man muss aufpassen. Stimmt ja, so alles. Mann, ich wollte gerade schießen. Das war jetzt nicht meine Schuld, das war vom Controller. Der gerade ein bisschen spinnt. So. Ja, was ist denn? Ups, ja. Weg. Na los, nächste. Boah, das war aber echt scheiß Glück. So, Digga.
irgendwo in den Ecken steht er immer. Da liegt immer seine Bomben. Seine hässlichen Bomben. So. So. Mann, ey. So sieht es eigentlich aus. Ah! Verdammt, ich habe mich gerade gekratzt. Ja, jetzt komm. Nee, das ist er nicht. Oh Mann, super, wo soll ich denn da hinlaufen? So anders. Weiter. So, wo ist jetzt? Ne, da ist er nicht. Ja, ich hab ihn getroffen. Uah. Ach man, du bist echt auch. Digga. Mach dich auch platt, ey, so wie deine Kaleute, ey. Was für ein Sinn. Ey, das ist doch nichts hier. Wo soll ich denn da hin? Es kann nicht sein, ah, aber es ist doch noch nicht vorüber. Verdammt! Chris, Chris, bist du verletzt? Nein, ich bin... Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Kein Grund dafür. Doch. Ich habe dich belogen. Du meinst, weil du nicht da warst, als deine Kameraden ausgelöscht wurden? Du weißt es. Jo. Ich erhielt meine Befehle direkt vom Parker, dem Oberbefehlshaber der Armee. Was für eine Mission. Die Zerstörung aller Daten über das Projekt Babel und Outer Haven und die Ermordung des Generals. Was? Man sagte mir, dass die Informationen zum Wohle der Welt verschwinden müssen. Müssten. Und deshalb müsse mir mit der General... Müsste der geschehen eine... Geschehen, ehe er Gefangene genommen werden konnte und redete. Und du hast das geglaubt? Für mein Land, für die Welt. Woran soll ich denn sonst glauben, Chris? Und darum trennte ich mich von Rest der Einheit, der Gruppe. Und sie... Ich dachte, ich könnte etwas finden, das ich wirklich schätzen könnte. Etwas Sicheres und Konkretes. Aber es gab nichts dergleichen. Und stattdessen verlor ich etwas, was ich sogar noch mehr geschätzt habe. Ich hatte solche Angst, dass ich es wieder verliere. Wieder verlieren würde. Dass ich es dir einfach nicht sagen konnte. Snake.
Chris. Chris, steh nicht einfach so herum. Finde schnell etwas für uns, mit dem wir entkommen können. Damit wir schnell hier herauskommen. Sobald ich Metal Gear zerstört habe. Du vertraust mir immer noch? Es stimmt, dass du mir nicht die Wahrheit gesagt hast, aber ich vertraue dir. Warum? Weil ich es so will. Brauche ich einen anderen Grund? Brauche ich einen anderen Grund? Danke. Ich finde etwas, das verspreche ich dir. Call. Snake, Metal Gear ist auf den auf der anderen Seite. Beeil dich. Yeah, jetzt gibt's auch Small. So wie Vibe aufs Maul bekommt. Metal Gear kriegt jetzt eine dreifach Breitseite aufs Maul. So, Munition noch aufnehmen. Genau das, was man nämlich auch benötigt. Jetzt muss man doch achten. Ach, die Minen, die braucht man eigentlich nicht wirklich. Kann man eigentlich auch andere nehmen. Mal was anderes nehmen. Ich glaube, die sind immer so hin, links, rechts, immer. Ja. Sind da Raketen? Ich hoffe, ich schaffe den natürlich auch gleich beim ersten Mal. Natürlich nicht so schön, wenn nicht. Ich sehe, dass sich unsere kleine Fehde dem Abschluss nähert. General! Einmal ein Verlierer, immer ein Verlierer. Was, Snake? Der letzte Mann, der steht, ist Sieger. Und das werde ich sein. Nicht du, nicht Black Chamber und mit Sicherheit nicht Amerika. Ich habe sie alle genutzt. Weißt du, oder benutzt? Weißt du, Parker, die Black Chamber? Was? Wurdest du nicht geschickt, um Outer Heaven und das Projekt Babel zu vertuschen? Oder stattdessen die Wahrheit über GLF und die USA zu erfahren? So wie die Frau? GLF und die USA? Welche Wahrheit? Ha 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 ha! Du bist also auch nicht weiter als ein Lakai. Nichts weiter als ein Lakai, genau wie Viper und seine Leute. Es gibt eine Verbindung zwischen GLF und den Vereinigten Staaten und Outer Heaven. Also gut, ich werde dir alles erzählen. Wenn du gewinnst. Der Sieger nimmt alles, der Verlierer gibt alles auf. So ist es nun mal in der Welt. Und du wirst dich daran halten, Snake. Digga, du auch. Snake, Metal Gear muss zerstört werden. Konzentriere dich zunächst vor allem auf die Beine. Triff sie genau mit einem und C4. Ja. Wie macht man das? Indem man... Was ist das hier nochmal? Nee. C4 nimmt's und diese nämlich unten an den Beinen befestigen mal an sich. Hat C4 gehabt? So. Ja, ist immer schwer zu sagen, immer wo das Bein auftrifft. Ja, das trifft mich. Ich habe mich selber getroffen. So macht man das. Um genau zu sein.
Nein, ich bin so ein Idiot. Komm doch dann weg, ey. So. So. Ja, noch ein paar Mal. Ah, ist schon. So. Somit hätte ich seine Beine nämlich zerstört. Metal Gear ist zerstört! Metal Gear ist am Boden! Du hast es geschafft! Nein, noch nicht. Jo, genau, wenn wir haben nämlich noch Metal Gear selber vor uns. Hier sehen wir es und hier wird gerade die Waffensysteme gezeigt. Vorne zwei Maschinengewehre und dann irgendwie zwei Raketensalven und hinten Mega Missiles. Irgendwas. So, am Anfang muss man das so machen, dass man nämlich die Maschinengewehre ausschalten muss, um wirklich ein bisschen Energie abzuzwacken. So, und dann wirft sich oben nämlich noch die andere Leiter und damit kann man erst wirklich Energie abziehen. Die Stimme ist halt natürlich so. Komm da raus, da ist es. Das meine ich. Nur so kann man ihm wirklich denn die Energie abziehen. Scheiße. Aber die Legendäre, die sind echt mies. Scheiße und mies. Ja, natürlich hat er mich noch getroffen. So, das haben wir wenigstens getroffen. Wieder ein bisschen Energie weg. Und nochmal. Kommst du raus? So, jetzt. Ist immer noch nicht kaputt. Jetzt aber. Nein. Das will aber auch nicht rauskommen. So, jetzt aber. Na, also geht doch. Jetzt kommt die andere Seite ran. Und ich renne natürlich mit. Oh Mann. Ich will jetzt auch alles sehen. So, ich versuche immer mit dem Raketenwerfer, da brauche ich nicht so weit laufen. Und die Dinger hier sind echt mies. Okay, die kann man doch nicht abknallen. Ja, und die treffen mich natürlich auch. Das ist natürlich sehr nett. Jetzt kommt's raus. Oh, jetzt muss ich auch schnell sein. So, dann. Und Wurf. Und getroffen. Drecksding. Scheiße, scheiße. Ich sollte mich mal heilen. Mit einer Ration, ich habe ja genug. Erstmal. So, und das Ding auch noch auszuschalten. Oh Mann, das dauert so lange. Oh, jetzt kommen sogar noch die Raketen. Da sind sie. Den kann man auch gut ausweichen, wenn man geschickt ist. So, und ich habe Glück gehabt. So, jetzt geh kaputt, du Ding. Geh doch! Ja, jetzt muss ich nur noch hinten die Raketen ausschalten. Ich hoffe, die kommen raus. Okay, das hat jetzt nicht so viel geholfen. Da muss ich wirklich warten, bis das Ding raus... bis die Raketen rauskommen. Dann passiert das.
Es geht nicht. Vielleicht. Ah, vielleicht wenn ich. Ja, genau. Vielleicht muss ich erst das Maschinengewehr ein bisschen anlagen. Und dann jetzt, da kommen sie. Uhu. Das geht noch. Aber erstmal ausweichen. Dann sind sie nah dran. Oh, noch gut hingekriegt. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt aber. Nein. Ja, muss ich wirklich so machen. Dass ich die Dinger angreifen muss. Ja, und dann. Ja, da ist es, ne? Und dann erst den Gegenangriff starten kann. Ja, jetzt kommt die Rakete. Ich brauche das. Und möchte gerne noch geschützt sein. Dankeschön. Da. Bam. Und es hat irgendwie gut abgezogen. Und ich renne in die Rakete rein. Sehr gut. Ist doch schon ein etwas längerer Kampf. Hätte ich nicht erwartet. Müssen reichen. Oder? Das würde reichen. Ah, gut. Alter. Flammen? Das wurde nicht angezeigt. Okay, wie komme ich jetzt da an? Feuer nehmen, super. Ja, komme ich mal durch. Komm, letzter Versuch. Scheiße! Nee, hilft nichts. Ich muss da anscheinend ziemlich nah rangehen. Was glaube ich eigentlich machen? Da haben wir 10 Granaten damit noch. Da muss ihm gleich ausreichen, ne? Scheiße. Mal getroffen, was ist das? Boah. Schnell, schnell, ja. Ja, ja. Aber jetzt geht's. Ich mache hier gleich ein Last Man Standing, ja. Du oder ich, komm. Na, du oder ich jetzt? Ich glaube, du fällst. Und ich stehe. Komm, jetzt noch ein Treffer und du bist weg, ey. Ey, da ist noch ein Treffer. Na also!